Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, in der Tierheimfolge vor einer Woche stellten wir zwei schöne junge Kater vor. Doch leider hatten die beiden bisher kein Glück, denn es hat sich niemand für sie interessiert. Deshalb wollen wir nochmals an die zweijährigen Samtpfötchen erinnern, die so gern wieder Reviere mit Freigang hätten. Nun stellen wir drei von sechs Shih-Tzu-Hündchen vor, die vom Veterinäramt in die Arche Noah eingewiesen wurden. Sie kamen in einem sehr verwahrlosten Zustand ins Tierheim. Ihr Fell war stark verfilzt und verschmutzt, in den Ohren befanden sich Mengen von Milben. Die Hunde wurden tierärztlich versorgt und vom Hundefriseur wieder schön gemacht. Drei des sechser Rudels konnten inzwischen vermittelt werden. Heute stellen wir die 8-jährige Lili, die 10-jährige Maya und den 12-jährigen Strolch vor. Es wäre für die drei Rudelfreunde natürlich wunderschön, wenn liebe Tierfreunde sie zu dritt aufnehmen, doch das ist aus Sicht des Tierheims keine Bedingung. Sollten sich jedoch Interessenten für alle drei begeistern, dann wird der rüde Strolch noch auf Tierheimkosten kastriert, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Allein soll künftig jedenfalls keiner der heutigen Vermittlungskandidaten leben. Ein weiterer Vierbeiner sollte schon im Zuhause vorhanden sein. Das Sechser-Rudelleben war für die Hündchen natürlich schön, wenn die Pflege und das Umfeld gestimmt hätten. Viel gelernt haben die Hündchen in ihrem ehemaligen Zuhause nicht, zum Beispiel klappt es mit der Leinenführigkeit nicht so gut. Aber das kann man ihnen sicher noch beibringen, auch wenn sie nicht mehr die allerjüngsten sind. Mit 12, 10 und 8 Jahren sind so kleine Hündchen noch keine Rentner. Shih Tzu bedeutet Löwe und einen Löwen in kleiner Form zu besitzen, das gibt doch Sicherheit.